Willkommen beim Podcast des Hessischen Landesarchivs. Wir stellen heute eine außergewöhnliche Zeugenbefragung aus dem 18. Jahrhundert nach. Im November 1740 kam es in Köln zu einer interessanten Gegenüberstellung von Fürst und Volk, über die sich schon die Zeitgenossen lustig machten. Fürst Wilhelm Hyacinth von Nassau-Siegen, der lange Jahre in Spanien gelebt hatte, wurde nach seiner Rückkehr männlichen Einwohnern seines Fürstentums gegenübergestellt, damit diese bezeugten, dass er auch tatsächlich Wilhelm Hyacinth sei. Nach einigen gravierenden Vergehen des Fürsten war sein Land mehrfach besetzt und zwangsverwaltet worden. 1707 wurde Wilhelm Hyacinth dann sogar vom Kaiser seines Fürstentums für lustig erklärt. Er wich ins Ausland aus und kehrte, von einer kurzen Stippvisite 1721 abgesehen, erst 1739 aus Madrid zurück. Denn mittlerweile waren fast alle Zweige der ottonischen Linie des Hauses Nassau ausgestorben und Wilhelm Hyacinth sah sich als ihr Erbe. Dafür war aber der Beweis zu erbringen, dass der Mann, der diese Ansprüche äußerte, auch wirklich der Fürst sei. Das war umso brisanter, als es einen evangelischen und einen katholischen Landesteil gab. Wilhelm Hyacinth war katholisch und hätte das konfessionelle Gewicht vor Ort verschieben können. Die von der evangelischen Landesverwaltung befragten Zeugen waren hingegen reformierter Konfession, weshalb ihre Aussagen sicherlich nicht ganz unvoreingenommen waren. Wir bringen einen kurzen Auszug aus diesem umfangreichen Protokoll, das nach der Rückkehr der Zeugen in ihre Heimat entstanden ist. Von amtlicher Seite wurden sie über ihre Eindrücke bei der Gegenüberstellung in Köln befragt. Wir geben diese Befragung in stark gekürzter Fassung wieder. Ruhe! Gebe er seine Personalia zu Protokoll. Ruhe! Johann Jakob Schutte, 41 Jahre, Hammerhütten- und Bergkommissar. Früher hatte ich mehrfach die Wacht beim Fürsten. Johann Henrich Klein, 53 Jahre, Ackermann. Vor 20 Jahren war ich Jäger beim Fürsten Wilhelm Hyacinth. Johannes Arenbach, 53 Jahre, Ackermann. Ich war früher oft auf dem Schloss beim Fürsten, der mich katholisch machen wollte. Mein Bruder war dort Lakai, er ist katholisch geworden. Johannes Stoiber, 50 Jahre, Fuhrmann. Den Fürsten kenne ich seit meiner Jugend und habe auch manches Mal nahe bei ihm gestanden. Hans-Heinrich Stötzel, 57 oder 58 Jahre, Leinweber. Der Fürst hat mir früher einmal die Hand gegeben. Johannes Steinseifer, 40 Jahre, Hüttenwerksarbeiter und Ackermann. Ich habe den Fürsten früher öfter in der Stadt gesehen. Johann Jost Giesler, in 3 Monaten 70 Jahre, Ackermann. Ich habe ihn nie gesehen. Johann Henrich Klappert, 40 Jahre, Stahlschmied. Ich habe ihn auch nie gesehen, aber er ist mir deutlich geschildert worden. Hat er einen Vorteil oder einen Nachteil seiner Aussage? Nein. Bei Leib und Leben nicht. Mir hat niemand etwas gegeben. Ich weiß davon nicht. Ich auch nicht. Überhaupt nichts. Hat er in Köln eine Person oder einen Herrn vorgefunden, der durchlauchtigste Fürst Wilhelm Hyacinth sein soll? Ja. Ich habe eine Person vorgefunden, die sich dafür ausgegeben hat. Sie trug einen grünbunten Schlafrock und breite bunte Pantoffeln. Das genau. Ist richtig. Die Person, die sich als Fürst Wilhelm Hyacinth ausgab, hat einen Schlafrock angehabt und eine Perücke auf dem Kopf. Ja, so das ist genau. Aber ich habe nicht erkennen können, dass es sich um den Fürsten Wilhelm Hyacinth gehandelt hat. Hat die Person nicht zu ihm gesagt? Man habe in Siegen davon gesprochen, er sei gestorben. Jetzt aber sähe man, dass er noch lebe? Das hat er gesagt. Er hat noch hinzugefügt, man sehe nunmehr, dass er alle seine Feinde überlebt habe. Dabei hat er sich gebückt. Dann hat der eine Zeuge zu ihm gesagt, er komme ihm viel korpulenter vor. Und so war es auch. Hat denn der Herr dem Fürsten Wilhelm Hyacinth geglichen? Keineswegs. Er war ihm überhaupt nicht ähnlich. Der Herr hat dem Fürsten wirklich viel größer, dicker und weißer im Gesicht ist er gewesen, als man ihn von früher gekannt hat. Auch muss der Herr früher noch viel dicker gewesen sein, weil die Haut im Gesicht herabhing. Der Fürst Wilhelm Hyacinth aber ist immer mager und kränklich im Gesicht und am Leib gewesen und hat nah am Auge eine Warze gehabt, die jetzt nicht mehr zu sehen war. Auch hat der Fürst eine Zahnlücke gehabt, die hier auch nicht zu sehen war.
Der Mund hat bei ihm voller Zähne gestanden. Der Fürst ist ein magerer Herr gewesen und hat ein bräunliches Gesicht und braune Augenbrauen gehabt. Der Herr war fast noch einmal so dick, auch größer und weißer im Gesicht. Auch hat der Fürst eine Warze und eine Zahnlücke gehabt und die Sprache war derjenigen des Fürsten nicht gleich. Ich kann diese Person nicht als Fürst Wilhelm Hyacinth erkennen, selbst wenn ich jetzt gefangen genommen würde, wie mir angedroht wurde. Man hat mir gedroht, mir die Arme und Beine entzwei zu schlagen. Das Stiftsfräulein von Ried im Stift Keppel hat mich ausgescholten, als ich erklärte, dass es nicht der Fürst gewesen sei. Spitzbube, Kujon, Landesverräter, hat sie mich geschimpft. Aber ich kann von meinem geleisteten Eid vor Gott und meinem guten Gewissen nicht Abstand nehmen. Ich habe den Fürst von Jugend auf gut gekannt. Der Fürst war ein schmaler, spitziger Herr und bräunlich im Gesicht mit einem Fleck unter dem Auge. An der linken Seite hatte er eine Zahnlücke. Das alles fehlte dieser Person. Wenn er als Fürst in das Land käme, würden alle Einwohner gleich erkennen, dass er nicht der Fürst ist. Er war viel breiter im Gesicht und größer, hat auch anders gesprochen als der Fürst und hat keine Warze gehabt, sondern nur einen Fleck, aber tief unten am Backen, weit vom Auge entfernt. Genau. Dazu hat er noch alle Zähne im Mund und war viel dicker. Ich weiß außerdem, dass der Fürst Wilhelm Hyacinth immer mit dem Kopf und mit den Händen gezittert hat. Der Herr hat aber nur gezittert, wenn er sich die Schnupftabaksdose genommen hat. Beim Schnupfen selbst hat er nicht gezittert. Hat auch immer mal wieder mit dem Zittern aufgehört. Er hat ihm nicht geglichen. Keineswegs. Nein, der Kopf war zu dick. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich den Fürsten früher nicht gekannt habe. Ich auch nicht. Aber all das, was die anderen mir auf dem Weg nach Köln erzählt haben, traf bei diesem Herrn nicht zu. Keine Zahnlücke, keine Warze und tief herunterhängende Backen. Hat er wirklich eine andere Sprache geführt? Ja, er hat ganz grob und langsam gesprochen. Der Fürst Wilhelm Hyacinth hat zwar auch nicht schnell gesprochen, aber doch lange nicht auf diese Art. Auch nicht so grob. Nein. Auch war der Herr ganz rötlich im Gesicht und hat kein großes, herunterhängendes Kinn. Das lässt darauf schließen, dass er früher noch dicker und stärker war und größer als der Fürst Wilhelm Hyacinth. Ich habe den Fürsten nie reden hören. Ich habe den Fürsten nicht gekannt, aber die anderen haben gesagt, dass er es nicht sein könne. Der Mann war im Schlafrock und es scheint ein großer Mann gewesen zu sein. Auch hat ihm die Haut unter dem Kinn gehangen. Er muss also früher sehr korpulent gewesen sein. Hat der Herr, der sich als Fürst Wilhelm Hyacinth ausgegeben hat, mit dem Kopf genickt und es dann unterlassen? Das war kein natürliches Kopfzittern. Er hat den Kopf geschüttelt. Einige Mal hat er es nicht getan, weil er nicht daran gedacht hat. Wenn er nicht gesprochen hat, hat er auch nicht mit dem Kopf gezittert, sondern den Kopf stillgehalten. Er hat nicht daran gedacht. Er hat beim Sprechen den Kopf nur von einer Seite zur anderen geschüttelt. Fürst Wilhelm Hyacinth aber hat immer gezittert. Ja, mit dem Kopf und mit den Händen hat er gezittert. Dieser Herr hat sich aber nur so gestellt, als würde er zittern. Ja, er hat nur gezittert, wenn er daran gedacht hat. Aber auch aus den Reden dieses Mannes kann man schließen, dass es sich nicht um Fürst Wilhelm Hyacinth handelt und dass er seinen Lebtag Nassau nicht betreten hat. Er hat den Rat Holzklau gefragt, ob der Niedernetfin in seinem Land oder in dem seines verstorbenen Vetters liege. Hat er das wirklich gefragt? Ja, das hat er gesagt. Es hat mich sehr gewundert, dass er über die Landesumstände nicht besser informiert war. Fürst Wilhelm Hyacinth hat sich doch vor ungefähr 16 Jahren im Haus des Kapitäns Wickels in Netfin aufgehalten. Ich hatte die Wacht dabei. Der richtige Fürst Wilhelm Hyacinth hätte so etwas nie gefragt. Netfen ist doch ein Hauptkirchspieldorf im katholischen Teil der Siegenschen Lande. Er hat gefragt, ob Netfen der Ort sei, an dem sein Vetter verstorben ist. Daraus konnte ich schließen, dass er nicht einmal weiß, wo Netfen liegt. Ja, er hat gefragt, ob dieser Ort im Land seines Vetters liege und ob dieser dort gestorben sei. Er hat mich gefragt, ob ich aus Netfen sei. Und als ich mit Ja geantwortet hatte, hat er die Räte Holzklau und Sommerau gefragt, ob das der Ort ist, an dem sein Vetter verstorben ist. Das ist richtig. Ich habe mich darüber sehr gewundert. Wenn er der richtige Fürst gewesen wäre, wüsste er, wo Netfin gelegen ist. Ist unzweifelhaft festzustellen,
dass es sich bei der Person in Köln um Fürst Wilhelm Hyazinth gehandelt hat. Ich habe doch schon gesagt, dass diese Person, die sich als Fürst Wilhelm Hyazinth vorgestellt hat, eben dieser nicht sein kann. Wenn es der richtige Fürst gewesen wäre, hätte ich ihn erkannt. Ich und alle anderen haben ihn aber nicht dafür gehalten. Ich würde für meine Überzeugung sterben, dass diese Person in Köln nicht Fürst Wilhelm Hyazinth war. Es war eine andere Person. Nein, es war nicht der richtige Fürst Wilhelm Hyazinth. Er war zu dick und zu stark unterm Kinn. Auch hat er keine Warze unter dem Auge gehabt. Nur dieser kleine Fleck tief unten am Backen. Ich habe den Fürsten ja nie gesehen, aber alle, die ihn gekannt haben, haben ihn ganz anders beschrieben. Ja, so ist es. Auch ich habe ihn nie gesehen. Aus allem, was ich gehört habe, kann ich nur schließen, dass es der Fürst nicht war. Gibt es noch etwas zu sagen? Der Herr hat gesagt, er habe 600.000 Reichstaler in Spanien zurückgelassen, sei aber lieber heim zu seinen Landeskindern gekommen. Hier will er sterben. Er hat alle seine Feinde überlebt. Wir hätten auch am nächsten Tag noch einmal zur Audienz zu ihm kommen können. Da die Zeugen Klein und Achenbach aber Blut, Leib und Leben geschworen haben, dass er nicht der Fürst war, sind wir nach Siegen zurückgekehrt. Trotz all dieser Aussagen konnte der 74-jährige Rückkehrer im Jahr 1740 die 17-jährige Maria Eva Sophie von Starhemberg heiraten und sich in Nassau niederlassen. Er residierte in Hadamar, das ihm 1742 zugeteilt wurde. Er starb allerdings bereits 1743. Politische Folgen hatte seine Rückkehr keine mehr. Das lag nicht zuletzt daran, dass ihn niemand mehr unterstützte. Nicht die eigene Verwandtschaft, nicht die verschiedenen europäischen Mächte und auch nicht die ehemaligen Untertanen.